Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, die Post war da. Ich würde sagen, ich öffne mal das Paketchen. So, was haben wir drin? Und es ist eine Pi 1541. Ja, so sieht das Schätzchen aus. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn man stolzer Besitzer eines Raspberry Pi 3 ist. Also einfach hier draufstecken. Aber man muss darauf achten, nicht, dass man auf Versehen so steckt, dass man wirklich richtig drin ist. Ja, und damit wäre das Gerät schon zusammengebaut. Jetzt brauche ich noch die richtige Software hierfür. Offenbar ist es sehr klein. 6,5 mal 5,5. 3,5. Ja, schön mit Display das Ganze. Auch schön stabilen Knöpfen. Ja, seriellen Anschluss. Das Ganze braucht noch Strom. Ja, mehr nicht. Eigentlich nur Strom und den seriellen Port. Thema erledigt. Houston, I have a problem. Und zwar mit meiner 1541Pi bzw. Pi 1541. SD-Karte habe ich jetzt dementsprechend neu formatiert. FAT32 mit MBR habe ich gewählt. Also nicht GTP, sondern MBR. Formatiert alle Dateien, kann ich mal gleich hier einblenden, welche Dateien da drauf sind, drauf gespielt. Ja, mehr muss man eigentlich auch nicht machen. Anschließen über einen seriellen Port, über einen seriellen Stecker und natürlich über USB als Stromzufuhr. Mit diesem Mini-Betriebssystem, sage ich einfach mal, soll man mit HDMI auch ein Bild abfangen können. Dann sieht man praktisch das Directory und all diese Sachen. Funktionieren leider nicht. Entweder ist das Gerät kaputt oder ich habe da etwas falsch gemacht. Ich hoffe mal, ich habe da etwas falsch gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die SD-Karte bootfähig hätte machen müssen, also dann Haken setzen bei Bootable. Das habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Das werde ich gleich nochmal testen. An für sich eigentlich ein schönes Teil. Und vor allem, was auch schön ist, hier mit diesen Stegen, dann kann ich hier auch noch zwei Schrauben dran machen und dann ist es richtig schön fest. Also es ist eigentlich alles soweit ganz gut und alles ganz schön, aber es funktioniert nicht. So, Butterbackefische, ich hole mein Netzteil raus und schließe es nochmal an. Auch mal eine Frage in die Runde, kann das auch am USB-Kabel liegen? Weil da gibt es ja auch Unterschiede, manche die können nur Strom liefern, andere nur Daten und ein vernünftiges Kabel kann natürlich beides. Das könnte ich auch nochmal testen. So, hier hätte ich ein schön dickes, fettes Netzteil. Liefert aber trotzdem nur 2 Ampere. Gut, ich schaue nochmal nach, ob ich Netzteil ergattern kann, welches dementsprechend ein paar Ampere mehr liefern kann. Was steht denn da? 5 Volt 3 Ampere. Auf USB-C. Müsst ihr mir einfach mal glauben. Da steht da zumindest drauf. Das wäre das Netzteil hier. Nur ich brauche natürlich hierfür einen Adapter. Nehmen wir mal hier den hier. Stecken den hier rein. Sogar erstmal in die Steckdose. So, das Netzteil ist in der Steckdose. Geben wir mal hier ein bisschen Power. Packen den hier rein. Und eigentlich nach 3 Sekunden muss das Display schon angehen. Man sieht, die Leuchtdiode ist an. Hier diese grüne hat einmal kurz aufgeblinkt. Und das war's. Und ansonsten ist hier tot. Und auch wenn ich den jetzt anschließe, passiert da nichts. Kann ich den noch einmal ganz kurz rausziehen. So, jetzt ist er aus. Den stecken wir nochmal rein. Da versucht er wohl einmal kurz zu booten. Findet vielleicht nichts und geht dann wieder aus. Also so viel passiert schon. Die SD-Karte ist auch richtig drin, alles richtig zusammengesteckt. Ich kann hier auch drücken, wo ich will. Da passiert nichts. Leider. Ja, wenn da einer eine Idee hat, woran das liegt, immer gerne her damit. Ich stecke mal hier aus der Floppy raus. Ich stecke das serielle Kabel hinein. Mache den Commodore an. Die Final Cartridge wollen wir mal killen. So what? Ja, auf jeden Fall.
pinkmäßig. So what, machen wir das aus. Und jetzt gebe ich mal ein Lord, 8. Ja, Searching for passiert noch. Und das war's. Ne? Und jetzt hier auch, hier geht kein Display an. Nichts passiert, keine Piepsgeräusche oder ähnliches. Hier ist einfach nur tote Hose in dem Sinne. Und mal schauen, er searcht immer noch. Wenn er nicht gestorben ist, searcht er bestimmt auch noch morgen. Oder würde dementsprechend searchen. Ich kann das Kabel hier auch nochmal wechseln. Genau, jetzt habe ich einfach mal ganz radikal das Stromkabel rausgezogen und dann kommt die Fehlermeldung, device not present. Da lädt nichts, da passiert nichts. Da ist Game Over. Man fühlt auch, er wird ein bisschen warm. Also da scheint im Hintergrund wohl doch irgendwie etwas zu laufen. Aber ich weiß nicht was. Jetzt ziehe ich ihn trotzdem nochmal raus. Device not present error. Ja, ich würde sagen, ich schmeiß mal meinen Laptop an und dann schauen wir uns mal das Directory an. Also die SD-Karte ist jetzt hier drin. Man kann es bestimmt sehen. Müssen mir jetzt glauben, dass ich den jetzt direkt in den Computer reinstecke. Hier genau, hier wäre sie P1541. Und genau diese Dateien hier habe ich ordnungsgemäß hier drauf überspielt. Zagen muss extra drauf kopiert werden. Die Datei kann man direkt runterladen. Okay, ich habe jetzt hier zweimal eine Floppy-ROM drauf. Vielleicht ist hier der Fehler. Ich werde mal eine löschen. Dann gehen wir Sachen mal so ein bisschen auf den Grund. So, welche haben wir? Die? Nein. Die haben wir. FAT32. So, ich sag ihm aushängen. Löschen. Jo. Anwenden. So, jetzt haben wir die erstmal gelöscht. Jetzt sagen wir ihn neu. Ich sag ihm FAT32. Bezeichnung. Aber Floppy. Floppy minus P. Genau, hinzufügen. Sag ihn anwenden. Schließen. Markierung bearbeiten. Und ich sage ihm, du bist bootfähig. Weil das habe ich beim letzten Mal nicht gemacht. Das wäre noch ein Test, ob das etwas bringt. Ja, und dann könnte ich die eigentlich wieder aushängen. Gehen wir wieder raus. Ich kopiere mir alle Daten wieder hinein. Außer die 1541 ROM nicht. Ja, der Prozess war erfolgreich. Ordnungsgemäß gehe ich hier mal wieder raus. So, dann nehme ich die SD-Karte hier, packe die in die P1541 hinein. Und etwa so. Und verbinde das Ganze mit dem Strom. Und jetzt müssen wir gucken, ob nicht jetzt das Display reingeht. Eigentlich braucht man von 0 bis 3 zählen. 1, 2, 3. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So, wenn ich das Ganze jetzt mit über HDMI verbinde, können wir mal ganz kurz machen. Auch dann sollte eigentlich ein Bild erscheinen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Einen schwarzen Bildschirm. Ja, kein Eingangssignal. So, wieder back to Computer. Also daran lag es wohl scheinbar nicht. So, das heißt, dann können wir die Datei auch wieder draufpacken. Aber leider wird alles irgendwie nicht erkannt. Deswegen eine Frage an die Retro-Gemeinschaft. Was mache ich hier falsch? Bestimmt mache ich hier irgendetwas falsch. Ich weiß nur nicht was. Oder vielleicht kennt ihr irgendwelche Quellen, wo man die richtigen Daten runterladen kann. Ich kann ja nochmal einen Test machen, ob das Ding überhaupt funktioniert. So, ich versuche jetzt nochmal über den Imager, über den Raspberry Pi, diese App, diese hier, auf einer anderen leeren
SD-Karte ein Betriebssystem zu installieren, um zu testen, ob der Raspberry als solches nicht vielleicht gegebenenfalls defekt ist. Ich habe den 3. Raspberry 3. 3? Ja, 3. Den habe ich. OS wählen. Ich gehe mal auf Emulation. Retrobox. Was ist das denn? RetroPi. Machen wir mal RetroPi. Welches Gerät haben wir? Raspberry 2, 3. SD-Karte wählen. Jawohl. Ich sage ihm einfach mal fortfahren und ich installiere jetzt einfach mal ein Betriebssystem für den Raspberry Pi. Also ein Retro-Betriebssystem. Keine Ahnung, was das ist. Es geht mir in erster Linie nur darum, ob das Gerät überhaupt noch funktioniert. Vielleicht habe ich es ja irgendwie kaputt geschossen. Das kann natürlich auch sein. Und das werde ich hiermit jetzt erstmal testen. So, und damit wäre das Betriebssystem drauf. Sie können die SD-Karte aus dem Lesegerät entfernen. Weiter. Gut, ja, dann beende ich auch das Programm. Stecke die SD-Karte jetzt hier in den... Könnt ihr das sehen? Mal so ein bisschen erahnen. Lichtverhältnisse sind nicht ganz so gut, ne? So vielleicht. Stecke die SD-Karte jetzt hinein. Ganz vorsichtig, sie ist drin. Gerät wird eingeschaltet. Mir sollte eigentlich dort ein Bild erscheinen. Zumindest wäre das so mein Plan. Ja, das ist für mich schon ein Zeichen. Der Raspberry Pi ist wohl damit in Ordnung. Jetzt steht ja auch Boot. Das könnt ihr jetzt nicht so richtig lesen über der Kamera, ne? Auf jeden Fall wird jetzt hier das Betriebssystem gebootet. Das heißt natürlich dann für mich, dass irgendetwas hier mit meinem ganzen Gerät hier nicht in Ordnung ist. Entweder hardwaretechnisch oder natürlich softwaretechnisch. RetroPi. So, für euch werden natürlich keine Kosten und keine Mühe gescheut. Ich verbinde euch jetzt mit meiner Ketchup-Card und dann werdet ihr das Betriebssystem auch mal bestaunen können. Ich habe hier so eine ganz einfache Ketchup-Card. Könnt ihr das sehen? Ja, die funktioniert eigentlich recht gut. Für so einen Kurztest reicht die auf jeden Fall aus. Gibt es bei Amazon, glaube ich, für 8 oder 12 Euro. Da macht man auf jeden Fall nichts falsch. So, einmal umswitchen. Ja, welcome. Das wäre jetzt das Bild von dem Raspberry Pi. Hold a button. Gut, nur leider kann ich nicht weitermachen. Die Aktion hätte ich mir auch schenken können. Ich kann jetzt nicht weitermachen. Ich habe jetzt keine Tastatur hier. Oder ich müsste einmal unter meinem Schreibtisch krabbeln. Oder dazu habe ich jetzt keine Lust. Wie gesagt, Raspberry Pi ist in Ordnung. Genau, Raspberry Pi ist in Ordnung. Die Pi 1541 vielleicht nicht. Man weiß es nicht.